Der Europäische Architekturpreis Mies van der Rohe Award mit seinen 383 Beispielen befasst sich zu einem großen Anteil auch mit den Stadttypologien der europäischen Stadt. Das heißt, er stellt die Fragen, wie können Räume qualifiziert werden in der Stadt? Wie können wir in Zukunft in Städten wohnen? Welche Funktionen sollen Städte erfüllen und welche Erwartungen haben wir an die Städte? Die Ausstellung, die wir heute gemeinsam eröffnen können, widmet sich ebenso den wichtigen und vielschichtigen Themen der Baukultur im europäischen Raum und bringt damit sehr interessante Aspekte der zeitgenössischen Architektur ins Rheinland. Die Schau zeigt eine Auswahl der nominierten Projekte aus insgesamt 36 europäischen Ländern. Der deutsche Beitrag ist das Terrassenhaus in Berlin, der sogenannte Lobe-Block von Brandlhuber Architekten. Ein schwieriges Grundstück in der Innenstadt, wo es den beiden Bauherrinnen aber darum ging, vor allem Wohnen und Arbeiten in der Großstadt an einem Ort miteinander zu verbinden. Und das Besondere an dem Projekt ist, die Erschließung dieses Wohnblocks erfolgt über außenliegende Treppen und große breite Terrassen, die vor den Apartments und Ateliers liegen. Und quasi eine halb öffentliche Fläche für das Quartier bilden. Die EU unterstützt den Preis seit 2001 und hat damit eigentlich zwei Ziele. Sie will die exzellente und innovative Architektur in Europa fördern und gleichzeitig möchte sie Architektur und die Bedeutung von Architektur für Gesellschaft und nachhaltige Entwicklung in Europa auszeichnen. Den 19er Award erhielt das Büro Lacaton-Vassal für die Sanierung von drei großen Wohnhausscheiben aus den 1960er Jahren in Bordeaux. Und das Besondere daran ist, dass diese Wohnhausscheiben nicht abgerissen wurden, wie zunächst die Bauherren gerne gewollt hätten, sondern sie wurden erweitert durch vorfabrizierte Wintergärten. Somit konnten die Bewohner in den Wohnungen bleiben. Sie haben jetzt eine größere Freifläche und die Wintergärten fungieren gleichzeitig als thermische Puffer für die großen Anlagen. Die Frage nach den Qualitäten von Architektur sind mittlerweile Fragen, die gesellschaftliche Relevanz besitzen. Also ist es Qualität, mit Bestand umzugehen? Ist es nur Qualität, neu zu bauen? Ist es Qualität, in neuen qualifizierten Dichten zu denken? Oder ist es Qualität, neue Freiräume zu gestalten? Und vor diesem Hintergrund werden hier in der Ausstellung sehr unterschiedliche Qualitäten realisierter Architektur gezeigt.